Blues-Events. Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Lockdown-Songs. Und heute bin ich da zu Gast bei den Bergweitlern. Die Bergweitler. Benni, stell dich mal vor. Ja, Alex, erst einmal Servus auch von uns Bergweitler und freut uns narrisch, dass du heute bei uns da bist. In unserem Proberaum haben wir extra reingeholzt, draußen pfeift der Wind. Das hört man bestimmt, gell? Wie schaut's auch? Ja, ganz rechts außen, stehen fange ich an mit unserem schönen, der Bruder Hannes, an der Harmonie und bei den Modernen auch an der Gitarre. In der Mitte der Buzi Hannes, unser Gitarrist, der Mann an der zweiten Stimme, ich Gitarrist auch. Dann zu der Rechten unser Chef, nur er ist so schüchtern, deswegen machen wir jetzt nicht. Geht's dir eh, Alex? Der Mann bei uns am Bass und am Bariton, unser Chef, der Daniel, ja, und ich bin der Beni und für die steirische und Gesang zuständig bei uns. Ja, super schön, seid ihr beieinander. Also ein Hafer, der genau richtig zusammengefunden hat. Daniel, wie ist denn das hergegangen, dass ihr es so zusammengefunden habt, das für? Das ist verrückt hergegangen. Also, ursprünglich habe ich gesagt, gehabt, ich tue mit meinem Bruder weiter. Wir haben ja freiers mit unseren zwei Cousinen gespielt gehabt, zu viert. Dann habe ich gesagt, also, weil das aufgehört hat, mit einem weiter zu zweit oder sagen wir es dann am dritten. Und dann haben wir eigentlich zu dritt so der Hito. Und dann auf einmal hört sich der Benedikt, er braucht eine Musik für den Sonntag in der Frei, in einem Bierzelt drin. Ja, da proben wir zusammen und geile Proben, eine rechte Gaudi gehabt und gut hingehaut. Und ja, dann haben wir auf dem Fest gespielt, da im Felder war es, gell? Ja. Und ja, hat gleich recht gut da und rechte Gaudi gewesen und so. Und dann, ja, dann haben wir so da hingespielt, dann haben wir da uns Dinge geschrieben, Zilla Donamanda, ob wir nicht auf den Nachwuchswettbewerb. Ja, spielen wollen und so. Ja, dann haben wir uns da beworben, haben wir noch gleich Nummer geworden. Dann haben wir da oben, haben wir gespielt. Und ja, Ben aus Luke, weißt du, so Alex, wer das ist? Ja, nein. Da wird kein Bier drungen, da wird nicht gelacht, also, da wird gar nichts. Nein, ich würde sagen, wir haben uns da gut zusammengefunden, in dem Ausflug, im Zillertal. Ja, dann hat das auch also, super hingehaut, weil wir uns da am Wochenende bei einem anhockst und so. Das hat eigentlich von Anfang an einfach harmoniert. Und dann, ja, gut, hat er dann auch noch eine Band gehabt, der Johannes. Und dann habe ich Benedikt einmal gefragt, gehabt, ob er nicht bei uns zu dritt, in unserem dritten Combo quasi, da dann Menge mitspielen mehr hat und so. Mhm. Ja, der ist dann gleich dabei gewesen. Und dann, ja, haben wir da dann ein bisschen gespielt gehabt, da zu viert. Und dann, ja, haben wir einen kleinen Wechsel noch gehabt in der Band. Mhm. Und dann haben wir an Johannes gefragt, gehabt, ob er nicht Gitarre machen will bei uns. Und so ist es eigentlich jetzt zustande gekommen. Aus den lustigen Vier. Aus den lustigen Vier haben wir noch Bergweitler waren. Und seit 2019, Mitte 2019, dann bleibt es wieder hier. Ja, und dann, Johannes soll in Corona ausbremst, oder? War nicht so schön wahrscheinlich, oder? Die letzten eineinhalb Jahre. Nein, wir waren halt, wir haben ja voll drin eigentlich und dann, ja, mittendrin auf einmal Corona gewesen, alles so gesagt. Dann, weiß ich, wenn es besser geworden ist, haben wir uns selber ein bisschen zusammengeguckt und ja, aber es ist halt nichts Größes leider gegangen. Voraussetzungen wollen wir auch noch dazu sagen. Das war das letzte Wochenende, das war meine der 7. März. 7. März. Ja. Haben wir noch eine Bierprobe? Aha. Also vor Corona praktisch, als Corona ist, ja. Stimmt, der 7. März haben wir noch einen Auftritt gehabt, Bierprobe, bei der Freiwilligen Feuerwehr Eschelkamm. Genau. Schönes Fest gewesen. Und dann, ja, da bin ich auch so gesagt, ja, hey, hat sich schon gehört, Corona hin und her. Dann habe ich noch gesagt, geil, ich war in Corona. Aber ja, wir sind auch so weit gekommen, dass das eigentlich unser letzter Auftritt war. Und wir noch sozusagen ein bisschen ausgebremst worden sind. Ja, ein bisschen ist gut gesagt. Ein bisschen Love ist. Ja, aber jetzt kann man zwischendurch mal anspielen. He? Weil ich weiß, Musiker sind so weit, dass wirklich gern spielen, auch in der harten Zeit, wo nicht viel geht. Was greifen wir da noch? Ja, da haben wir noch ein wenig flotte Polka. Ich glaube, kennen uns nicht voll. Mhm. Aber da haben wir für unsere speziellen Freunde. Mhm. Okay. Der so. Ach so, wie hat man jetzt denkt? Es war kein Rhythmus. Der heißt so. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Wo ist das? Schauen wir mal. Mach was. Zieh gut. So. Thank you.
Sticker. Wie heißt die Stickelnummer? Für unsere speziellen Freunde. Für unsere speziellen Freunde. Natürlich für alle Freunde da des YouTube-Kanals und insgesamt die Zuschauer einfach. Ja, Benni, jetzt frage ich dich einmal. Wenn man euch irgendwo sucht im Internet oder sonst wo findet man einen dann? Ja, eine Homepage haben wir tatsächlich nicht, aber wir sind dafür eigentlich überall vertreten. In Social Media wie Facebook, Instagram oder eben auch YouTube. Genau. Möchtest du unbedingt hinschauen auf den YouTube-Kanal von den Bergweitler? Das ist wirklich ja, noch größer als mein Kanal, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz darf ich auch ganz viel Werbung dafür machen. Unbedingt auf Gefällt mir drücken von allen Videos, die es haben, und auf Abonnieren. Das war auch ganz, ganz wichtig. Beim Alex natürlich auch abonnieren. Das kostet fein nichts. Das kostet stimmt. Das kostet nichts. Ein Abo, was nichts kostet. Ja, genau so ist. Man kriegt selten ein Abo, das wirklich nichts kostet. Vor allem mit so viel Musik, gell? Ja, stimmt. Daniel, ich frage dich nochmal, was sind denn so die Art von Geschäften oder von Gespeiern, die ihr am liebsten speit? Habt ihr da eine besondere Richtung oder sagt ihr, naja, sowas speien wir gar nicht? Oder was ist eigentlich ein Steckenpferd? Also, durch das, was man eigentlich erst, oder dass es uns noch nicht so lange gibt, würde ich sagen, so eine spezielle Richtung. Das ist gemein. Das ist jetzt gemein. Also, Wir kriegen eine kurze Werbepause. So viel Zeit muss es sein. Prost. So rein, Prost. Also Daniel, das große im Mai schon zusammengerundet. Das ist doch Wahnsinn hinein. Jetzt nochmal bitte. Nein, durch das, dass es uns halt noch nicht ganz so lange gibt, glaube ich, gibt es jetzt keine spezielle Richtung noch nicht. Wir haben eigentlich mit so kleinen Festen ein wenig angefangen gehabt. Weil jetzt mit Corona, also Biergarten sei es. Aber so irgendwann hauptsächlich so Festen und so. Und, also Gartenfesten, so Gärtenfesten haben. Und als letztes, oder Schmarrn, heuer war es, haben wir jetzt unsere erste Hölzer gehabt. Und ja, da haben wir uns jetzt eigentlich unseren fünften Mann oder so geholt, unseren Schlagzeuger, den Thomas. Schönen Grüße an der Stelle. Genau, unbedingt. Ja. Und ja, der ist eigentlich gleich aufgesprungen gewesen, voller Freude dabei gewesen. Und haben uns eigentlich so ein bisschen ein modernes Programm, ein bisschen zusammengespielt. Also eigentlich schon auf kurze Zeit. Und dann haben wir die Hölzer gespielt. Das war eine richtig coole Geschichte. Und ja, und dann eigentlich schon wieder ein paar Hölzer-Termine gekommen. Also ist auch in die Schiene auch ein bisschen reingerutscht jetzt. Und ja, größere Feste haben wir jetzt. In der Lahn, 22 oder 23. Und ja, also schauen wir natürlich, dass wir mehr in so größere Sachen reinkommen, so größere Geschichten. Für jeden Spaß zu haben. Ne? Für jeden Spaß zu haben, ja. Für alles zu haben, für nichts zu gebrauchen, haben wir es zu nehmen und so. Aber ja, was ich meine, was mir jetzt noch so auffällt, weil ich so in die Runden schaue, Johannes, die anderen haben alle eine Kappen um. Hast du keinen Kopf? Ich weiß gar nicht. Hast du so einen großen Kopf? Oder? Ja, ich habe alles probiert, aber ich weiß gar nicht. Einfach. Vielleicht, ich meine, ein Tipp auf Weihnachten, schenkt es einmal einen Bergweitler Kappen, vielleicht hat er es auch viel. Ja, das ist auch schon ja, anders. Wer weiß, was da ist. Da bist du wieder dran. Ja. Spaß beiseite. Ja, jetzt haben wir einiges über diese erfahren, wo ihr zum Finden seid und wo es gern spät. Jetzt könnte man noch mal einen drauf spielen. Wie schaut es denn aus? Ja, gerne. Und zwar schneidig aufgespielt von den Goldrädern. Super schön Stückchen. Aus Südtirol. Schreiben wir schon drauf. Südtirol. Osttirol. Entschuldigung, mir geht's gut. Das schneiden wir dann, oder? Hast du gesagt? Nein, ist mir nichts geschnitten. Kann ich was falsch verstanden. Machen wir es. Zäsam. Bye.
Wollte ich aussehen, wir haben noch gar nicht ganz genau geklärt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich glaube, das war für dich was, weil du meine, bist da daheim, oder? Ja, tatsächlich da daheim. Wir haben eigentlich im tiefsten Bayerischen Wald, nahe der tschechischen Grenze. Mhm. Also das ist eigentlich schon der Pferdensprung, da sind wir ernt in Bayern. Mhm. Ja, jetzt sind wir da in der Kirche Heiligblut, Fede Baubrück. Mein Name. Da habe ich immer Probleme mit dem. Das können wir eigentlich schon irgendwie sagen. Jetzt sag's nochmal. Hochdeutsch vor der Buchberg. Und auch Borisch. Federbaubrück. Ja gut, da findet wirklich keiner her. Das ist ja gern einiges. Ja. Aber. Mann, hast du davon? Ja, schon, tatsächlich, ich muss zugeben, das Navi hat mich wieder letzte Woche auch irgendwo ins Dorf reingeholt und dann habe ich auch vermisst. Gut, Daniel, denn der Daniel ist auch von da. Ich weiß nicht, hast du das gesagt davor? Das sind zwei Brüder. Genau. Der Daniel und der Hannes. Und gut, dass es ein Handy gibt, sonst hätte ich gar nicht gehört. Eine Frage hätte ich noch in die Runden. Was persönlich sind, wie habt ihr was Peinliches auch schon miterlebt beim Musikspielen? Ist da schon mal was? Nie. Was nie. Noch nie, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kann ich ein bisschen bezeugen. ich glaube, ich weiß auch, was er aussehen mag. Also sind wir jetzt gespannt. Ja, weil soll ich anfangen, bin ich. Ich trinke dabei. Magst du den Kappen überzeugen, oder? Ja. Ja, das war Sonntagvormittag. Das war auch mehr so spontan. Wir spielen so ein Heimatfest Sonntag am Bruck. Sonntagvormittag ist schlecht für Musiker, wenn man von Haus aus mal so. Vor allem wenn es eigene Fest ist vom Sportverein, wo man natürlich Donnerstag, Freitag, Samstag auch schon anwesend sein müssen. Ja, müssen. Nur. Ja. Ja, da bin ich halt damals mir auch geschrieben, ja, ich brauche halt jemanden. Heißt es die Zauber an dem Sonntag? Sag ich, ja, freilich kein Problem. Um 9 oder halb 10 Uhr meine ich, darf man aufbauen. Sag ich, ja, gut, kein Thema. Können wir mir in der Anlage kommen? Genau. Ich habe die Anlage genommen, ich habe einen Bus gehabt, habe die Anlage umgefahren, halbe 10 Uhr, habe ich gedacht, ja gut, pünktlich war er noch nie, warten wir noch ein bisschen, schauen wir uns einmal das ganze Festzelt ein wenig an, und ja, weil es so gewesen ist, da habe ich 3,5 Zähne, 10 Uhr, ja, nein, um 11 Uhr müssen wir spielen anfangen, um 12 Uhr habe ich da mal noch, dann habe ich meine Hand einmal angefangen, ja, Boxen reingetragen und das reingetragen, ich kann mal aufbauen, aber sitzt, können wir nicht anfangen, wo wir rein anfangen sollen. Ne?
Ja, dann ist unser dritter Mann noch gekommen. Da ist eigentlich die ganze Anlage schon ziemlich gestanden. Das war der Manu damals. Ja, der hat uns da was gemacht. Ja, ein schöner Gruß geht. Der coole Mu Manu, oder? Ja, genau. Ein schöner Gruß geht natürlich an coole Mu. Nicht, dass wir es vergessen, gestern schimpfen zu sich. So, was das Problem ist, die Anlage steht. Und wir uns weiter. Oder uns geht der Mann noch. Ne? Ja, super. Handy, 3-4 Mal angerufen, keiner geht drauf. Gut, der Weh war nicht so weit, Gott sei Dank, weil das Festzelt in Aubruck war. Dann müssen wir noch wieder holen. Hat's noch? Auf einmal Leute sind da aus. Der Papa geht auf für Benedikt. Der Hannes ist da zum Musikspielen, weiß. Oh, ich habe noch wenig Zeit. Nein, die Anlage steht schon quasi. Benedikt, das sehen wir jetzt. Abschließende Frage, Benedikt, hat es dann pünktlich angefangen? Ja, tatsächlich. Aber sie haben gesungen, weil mein Hals war. Ich habe nicht Schmerzen. Das ist so enger noch. Ja, aber wir haben gespielt tatsächlich. Danke auch an Hostreiter, Andi, ein guter Freund von uns an der Stelle. Der hätte separat spielen sollen. Dann haben wir uns das Viertes zusammen da, haben wir das Viertes gespielt. Der Andi hat dann mit seiner engelskleinen Stimme mich wunderbar vertreten. Also, schönen ja. Grüß. Doch, übergeht das meistens. Ja, Doxi. Nein, schön. Ja, lustige Geschichten kommen schon vierer, wenn man so unter Musiker fragt und gerade schön ist. Aber ich sehe, so schön wie es ist, das Video neigt sich jetzt schon wieder dem Ende zu, weil die Zeit so schnell vergeht. Deswegen darf jetzt ihr mal von meiner Seite sagen, Andi Bergweitler, ein recht herzlicher Dank, also weil ihr da sitzt. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass die Gaudi mitgemacht habt und ein Video aufgenommen habt. Und an alle Leute draußen, die uns zuhören und zuschauen, darf ich sagen, bleibt gesund alle miteinander. Und macht es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus.